Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Brief Edge. Wir sind nochmal auf dem Weg in den Container hier. Wir haben ja gesagt, wir müssen da noch ein bisschen Zeug einsammeln, looten. Und ich muss noch einen Teil da unten kaputt machen. Da ging uns ja das Schlaggerät aus. Und, ja, wir müssen nochmal gucken. Ich denke, dass wir da mit den Kästen vielleicht auch noch was machen müssen in den Gang. Müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle, ja, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwas passiert. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber wenn wir das ausschalten, dann wäre das ja vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? So, Treibstoff haben wir genug drin, das sollte passen. Ich habe jetzt nichts zu essen, zu trinken mit. Es war hier, glaube ich, genug vorhanden. Und da sind wir schon, siehst du? Genau richtig. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Und dann können wir vielleicht bis hier durchfliegen. Nicht ganz. Da war der dicke Bauch im Weg. So, wir gucken mal. Ja, würde ich sagen. Nehmen wir mal mit, was wir brauchen. Also auf alle Fälle Harz und diese Metallsachen. Was haben wir hier? Gummi? Ja. Trinken. Müssen wir mal gucken. Wir haben mal Essen. Wie sieht denn das bei uns aus? Ich habe ja hier Trinken und Essen. Ja, müssen wir mal gucken. Können wir auf dem Rückweg ja immer noch mitnehmen, wenn wir noch Platz haben. So. Ja, das mit dem kleinen Roboter, das tut mir ein bisschen leid, dass ich den kaputt gemacht habe. Aber... Oh, das können wir auch mitnehmen. Aber was willst du machen, ne? Ja. Wenn da steht, zu schlagen. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwas bewirkt, ne? Man weiß es ja nicht. Oh, die sind wieder zu zweit. Na dann. Tut es mir zwar trotzdem noch leid, aber ist dann vielleicht nicht so schlimm gewesen. Schön. Oh, hier haben wir das, was ich suche. Ich nehme mal das und ich nehme mal das. Und ja, das sieht da ganz gut aus. Soll ich noch Wasser mitnehmen? Vielleicht. Vielleicht nehme ich noch eins mit. Normalerweise nehme ich alles mit, aber ich glaube, wir haben weiter hinten noch wertvollere Ressourcen gehabt. Und das würde ich natürlich dann lieber mitnehmen. Ne? Hier haben wir wieder Wasser. Genau. Ja, springen wir hier hoch. Da ist nichts. Also wenn wir Essen trinken brauchen, wissen wir, dass wir hier auf alle Fälle noch was finden. Ne? So. Bisschen schneller. So, was hat man denn? Was ist denn das? Hat man den rausgeworfen? Oh, das kann sein. Dann würde ich das gleich mal so machen. Genau. Denn das werden wir bestimmt jetzt auch. Steht hier einfach so. Das werden wir bestimmt jetzt brauchen. Und. Was war denn das? Ach, der Daddy Bear. Ne, den will ich mitnehmen. Der ist cool. Der ist echt cool. Ja, hier, schau mal. Das hat man gemacht, ne? Jupp. Was haben wir hier noch? Essen, trinken. Essen könnte man vielleicht auch nochmal mitnehmen, ne? Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt unterwegs sind. Ups. Hallo? Ja, wie gesagt, das sind die Kästen, die ich meine. Und ich glaube, du musst erst die Roboter hier wegmachen. Sonst reparieren die das, ne? Das hat man ja schon irgendwie mitbekommen. Warte mal. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Titan ist eigentlich auch cool. Da muss ich keins extra schlagen. Wobei wir das ja auch bekommen eigentlich, ne? Aber gut. So, was haben wir hinten noch? Harz werde ich natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist Treibstoff für uns. Dann haben wir hier noch Wasser. Ist hier noch Aluminium? Nee. Nee. Ja, meine Lampe will jetzt auch nicht so, ne? Das mit dem Anzug ist total cool, dass wir hier keine Probleme mehr haben. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir mussten hier hoch. Ah, hier hängen sie. Okay. Und dann müssen wir hier nochmal gucken. Da ist auch nochmal Aluminium. Nee, warum sage ich Aluminium? Ich meine hier das veredelte Metall, meine ich natürlich. Na. So, haben wir hier noch was? Oh. Da ist nochmal Wasser und Essen. Also, Essen gibt es hier dann doch noch eine ganze Menge, ne? So, und jetzt müssen wir hier unten irgendwie noch was kaputt machen. Was war denn das gleich? Das haben wir schon, das haben wir schon. Das nehme ich gleich mit. Das haben wir auch schon. Das ist auch kaputt, ne? Ja. Oh, das hier könnte es sein, ne? Ja, genau. Gut, dann werfen wir mal den Knüppel gleich hier durch. Dann haben wir wieder einen Posten frei. Naja. Wenigstens was.
Okay, das war der. Activity detected. It looks like you were able to start the protection protocol, although the ship's documentation says it's only possible during a natural disaster. You've got talent. Okay. gut, Strahlung gesenkt ist schon mal was, das ist ein Erfolg. Was mich aber gerade stört hier an diesem, wie heißt das Gerät? Verbesserter handlicher Schaber. Der hat zwar das Doppelte an Schlagkraft, statt 50 hat er 99, aber ich glaube, der macht weniger Schaden. Schau mal, wir haben 14 Mal jetzt draufgehauen und haben gerade mal etwas über 60 weggehauen. Wir haben mit dem anderen, der hatte 20 noch übrig oder 19. Da haben wir 100, 150 weggehauen ungefähr. Pi mal Daumen. Oder 140, 130. Und das für 19 Schläge zwar, nicht für 15, aber trotzdem, ich glaube, es steht hier irgendwie nicht im Verhältnis, die Kosten. Naja. Wie auch immer. Oh, ich sehe noch was. Warte mal, das mache ich mal weg hier. So. Ja, irgendwie will meine Lampe hier nicht mehr angehen. Ich glaube, meine Maus, mein Mausrad, das ist nicht mehr so, dass es mitspielen will. Okay, ich denke, wir haben alles. Wir haben es jetzt kaputt gemacht. Die Strahlung ist gesenkt. Ja, das ist, wie gesagt, haben wir überschrieben, das Programm. hier haben wir alles mitgenommen soweit. Essen, Trinken haben wir noch hier, ne? Auf jeden Fall. Wenn wir was brauchen, wissen wir, wo wir es bekommen. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Eine ganze Menge. Gut, dann kann ich unten noch was mitnehmen vielleicht. The fact the green universe was involved in the crash of the liner, but some details in their behavior and death don't correspond to the modus operandi of the attack. Mhm. So, jetzt ist die Frage. Die werden das jetzt hier reparieren, ne? Soll ich euch erstmal wegkloppen vielleicht? Wo sind sie denn? Ja, der macht nicht so viel Schaden wie der andere, ne? Naja, gut. So. Der erste ist weg. Wo sind die anderen? Haben die sich versteckt? Ne, hier. Oh, der hat seinen Schaden behalten. Sehr gut. Dann ist er gleich der nächste. Zweite ist weg. Ja, dann fange ich mal an hier. Und da ist er schon. Der hat aber nicht mehr viel. Sehr gut. Ich hoffe, die spawnen nicht so schnell nach. Gut, haben wir. Okay. Ja, erledigt. So, kaputt. 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 Und kaputt. Keiner, der es ganz macht. Jupp. So, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Den Titan würde ich gerne mitnehmen. Jawohl. Hier hinten hat man alles mitgenommen, ne? Jetzt geht so eine Tür jetzt auf hier? Nee, ne? Die geht auch nicht auf. Na, dann war das hier absolut für null. Aber, na gut, das, irgendwas haben wir vielleicht damit trotzdem bewirkt, ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Ich würde jetzt auf dem Rausweg noch ein bisschen was mitnehmen. Warte mal, wenn ich den Weg finde. Okay, oh, die habe ich stehen lassen. Das ist ja ein Ding. Ja, dann nehme ich jetzt noch mit, was geht. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zurück, laden wir erstmal aus.
Hier hat man ja reingeschaut, genau. Auf den Tisch, das hat man mitgenommen, das war alles okay. Ich glaube, hier vorne war noch was. Ja. Okay, jetzt sind wir voll. Kann ich eigentlich noch was trinken? Essen? Nee, ne, das lohnt sich gerade nicht. Aber egal. Gut, wir haben das erstmal. Ich würde hinten gerne weitermachen, aber ich würde natürlich gerne erstmal unser Zeug zurückbringen. Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen. Ist das die richtige Kapsel hier? Ja. Guck mal, hier haben wir auch noch ein schönes Fragezeichen. Werden wir uns gleich damit beschäftigen auf dem Rückweg. Und hier drüben hatte ich auch noch irgendwas gesehen, hier hinter dem Stein oder so. Da müssen wir auch nochmal schauen, was das ist. Und ja, die Zeit nehmen wir uns einfach. Also hier gibt es auch noch Eisen. Hier haben wir mindestens 2, 3 Bubbeln. Falls wir nochmal was brauchen. Ja, ich bin froh, dass ich so vorgesorgt habe und so ein bisschen gehamstert habe. Somit haben wir keine Probleme. Wir können uns alles bauen. Und übrigens, die Pistole müssen wir uns auch mal bauen. Ne? Also, wir haben jetzt schon beim Bauplan gespart. Das finde ich sehr gut. Das ist aber reiner Zufall. Denn die wäre nämlich als nächstes bei mir auf der Forschungsdings gewesen. Aber das hätte, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war, dass die ein Lykoplast oder Lykoplasma brauchte zum Forschen. Und am Ende braucht ihr nämlich 2 Lykoplasmen zum Bauen und dann reicht es wieder nicht. Deswegen bin ich ganz froh gewesen, dass das so gelaufen ist. So, einmal rein. Wunderbar. So, ich prüfe mal, wo wir was reintun können. So, was haben wir hier? Batterien irgendwas? Nee. Hier haben wir Treibstoff. Das war ja klar. Aber vielleicht nehme ich mal einen Treibstoff mit für den Fall der Fälle. Na. Jetzt aber. So, Eisen war hier. Ist auch voll. Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Was haben wir hier drin? Dann machen wir hier noch was rein. So, Klebeband. Haben wir auch. Titan haben wir hier. Wunderbar. Ne, das war nicht hier. Das ist voll. Das ist schlecht. Ist auch voll. Wahnsinn. Haben wir hier noch ein bisschen Platz? Naja, gut. Können wir den Teddy auf alle Fälle reintun? Und was ist denn hier? Weißt du was? Ich muss das jetzt anders machen. Ich nehme trotzdem mal einen Sauerstoff mit. Ich habe hier drüben noch Kabel. So, was haben wir hier noch drin? Das. Dann haben wir hier das. Davon habe ich gerade nichts. Da haben wir auch nichts drin. Da habe ich auch nichts davon. So, was haben wir denn hier noch? Die nehme ich mal mit. Und dafür tue ich rein das zum Beispiel. So, was haben wir noch? Nix. Das lasse ich auch mal so. Okay, und hier können wir jetzt... Ne, eins wollte ich mitnehmen. Vielleicht nehme ich immer noch ein paar von denen mit. Ja, das können wir vielleicht mal machen. So, kriegen wir das hier rein? Mit Sicherheit nicht, ne? Doch, hat gepasst. Ich muss trotzdem mal gucken, denn ich glaube, ich habe woanders noch Zeug drin. Von der Farbe. Und das hätte ich natürlich dann schon irgendwie an einem Fleck. Essen. Wo hatte ich denn das jetzt hingetan? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Hier. Ne, das passt auch nicht mehr rein. Ah, das ist genauso beknackt. So, ich mache das jetzt anders. Wir machen jetzt hier die Farbe hin. Und hier kommt jetzt das Essen hin. Und zwar nur dieses hier.
das, was sich schnell verzehrt. Denn das werden wir dann auch in absehbarer Zeit aufgegessen haben. Ich möchte jetzt keine Kiste mehr bauen. Das ist mir jetzt dann auch ein bisschen zu blöd. So, dann kann das rein. Genau. Und hier tue ich noch das Essen mit hin. Eins lasse ich gleich mal an Bord. Dann nehme ich noch ein Wasser mit. Das kann mal hier rüber. So, gut, da bin ich erstmal fertig. Ja, hat ein bisschen gedauert, ich habe das jetzt umgelagert. Ne, das gute, also das grüne Essen liegt jetzt, das normale Essen liegt jetzt auf dem Boden, als auch die rote Farbe. Ich möchte da jetzt keine Kiste mehr machen und ich denke, wir werden auch da entsprechend... Oh, das will ich gleich mal ansteuern hier, das habe ich gesucht. Dementsprechend auch dann das irgendwie aufbrauchen und dann haben wir wieder Platz. Ich will keine Kisten mehr bauen. Denn es gibt später nämlich noch Schränke und sowas. Habe ich gesehen. Und da würde ich natürlich auch gerne dann das dementsprechend holen. Oh, das sieht aber interessant aus. Hier gibt es Alkali auf jeden Fall. Looks like there was a fight here. Judging by the tracks, two attackers knocked their opponent to the ground and tried kicking him for a long time. After which, the victim died of old age, as the attackers missed every time. Was ist denn das hier Schönes? Untersuchen. Eine wunderbare Tasche. Das Problem ist, ich nehme immer die falsche Taste und dann ist es schon eingesammelt. Ja, na gut. Dann ist es halt so, ne? So, was haben wir hier drüben noch? Nichts. Also die haben hier gekämpft irgendwie, aber der zweite Angreifer fehlt. Den hat es vielleicht rausgeblasen. Also hier gibt es zweimal Alkali-Vorkommen. Einmal hier, das ist sehr gut. Falls wir brauchen. Da gibt es sogar noch ein drittes. Also das sollte nicht das Problem sein. Da haben wir eigentlich genug, ne? So, gut. Dann einmal aufgesessen. Wie viel Sauerstoff haben wir? 180. Das reicht. Ja, würde ich sagen, machen wir gleich mal hier das Fragezeichen. Schauen wir mal, was es hier gibt. Docking Gates. These are obsolete, although they come in quite handy in case of emergency evacuation. Okay. Ja, das ist okay. Das nehme ich alles mit. Ne, das brauche ich nicht. Das ist zu weit weg. So, was haben wir hier? Ah, ja. Jetzt wieder Haufen Essen. Sauerstoff.
Braucht man so viel Essen? So, was hat er gesagt? Ein Docking geht oder sowas, ne? Okay, das war ein privater Raum. Hier ist sein Schreibtisch. Hier irgendwelche Computer. Das Bett fehlt wohl. Oh, das war cool. Gut, dann nehme ich jetzt alles mit, was wir hier finden. Sehr gut. Ich glaube, da müssen wir alles haben, ne? Die Tür geht ja nicht auf. Wo ist sie denn? Da. Gut, ich schaue trotzdem mal schnell hier rum. Okay, das ist also das, die Tür, die wir von innen gesehen haben. Eine Art Wohnmodul oder sowas, ne? Was ist denn das eigentlich? Weiß keiner. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo Sauerstoff schnell finden. Nehmen wir mal den in Angriff. Eine Sporttasche. Wer gerne mit leichtem Gepäck reist, nimmt diese Tasche immer mit. Sie ist sehr langlebig, geräumig, komfortabel. Ich bin selbst mit einer ähnlichen gereist, aber es scheint, dass sie während des Unfalls aus der Kabine geschleudert wurde. Naja, vielleicht ist das die. Gut, schauen wir mal weiter, ne? Machen wir mal voll hier. So, haben wir. Das Reparaturwerkzeug brauchen wir vielleicht, oder? Wir müssen mal gucken. Mal gucken, wo wir uns jetzt hin tun. Ich setze erstmal auf hier. So, was haben wir denn hier noch? Das ist ein Sarg. Sieht auch gut aus, ne? Aber ist eben absolut tödlich für uns. Ich würde gerne mal wissen, was das für... Energiebälle sind, nennen wir es mal so. So, da waren wir drin. Da ist ein Hut. Okay. Ja, dann lass uns mal den Hut anschauen. Wie weit ist denn der weg? Oh, das ist machbar. Dieser bisschen Sauerstoff habe ich ja dabei. Und zur Not können wir auch zurückkehren, ne? Toll. Da haben wir auch noch was. Ist das Farbe oder Fleisch? Sieht ein bisschen so, wie es glänzt, aus wie Farbe, ne? Müssen wir mal gucken. Farbe bräuchte ich ja nicht. Ich bräuchte... Oh, wow. Den habe ich nicht gesehen. Ich bräuchte solche Rindfleischpellets. So, mal gucken, was hier gibt. He gave me a brilliant idea how to enhance the handy scrapper. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Ihr wisst, wer das ist, oder? Ja? Der Texas Ranger? Das ist ja mal geil gemacht. So, warte mal, halt. Bleib mal hier. Dich sammle ich gleich mal ein. Dich nehme ich mit. Dich lasse ich nicht da. So, was haben wir denn noch hier? Oh! Untersuchen! Ein Aufsteller. Ja, der ist cool. Der ist echt cool. Unendlicher handlicher Schaber? What? Jetzt erklärt das auch hier unten. Nee, irgendwo stand auch hier gerade, er gab mir eine Idee für etwas. Na, was auch immer. Vielleicht ist das der Schaber gewesen. Cool.
Gut, okay, Essen, Trinken, das lasse ich jetzt mal da. Ich habe mehr oder weniger genug. So, gibt's hier noch was? Lass uns mal schauen. Da ist erstmal nichts. Was haben wir hier noch? Auch nichts. Was ist das? Was ist denn das? Hä? Ist das irgendeine Flüssigkeit oder was? Okay. Cool. So, 96 haben wir noch. Ist die Frage, gibt es hier vielleicht Sauerstoff irgendwo? Wir riskieren es einfach mal. Ich habe da ein bisschen was dabei, ne? Ne, ich habe genug dabei. Komm, wir fliegen mal rüber. Ja, toll. Hier ist ja nichts mehr, ne? Nee. Oh, ich sehe da ein Modul oder irgendwas, ne? Oder? Komm, da fliegen wir mal hin. Looks like the Mayo tanks work only on the port side. There's a chance to find something here that can be launched. I have no idea who would need that amount of Mayo in space, but we need to find a way to get this whole thing into the liner's core to reduce its activity. What? A large part of the mayonnaise is frozen, but there is some strange activity in some of the balls, if it really is Mayo, as indicated in the invoices. I am not sure about the composition of modern Mayo products, and therefore I advise you to be careful. Their current physical properties are unknown. This is working autonomous oxygen station. Oh. Oh. Siehst du, jetzt hat er es freigeschaltet. Das ist mir da einer. Musst du immer erst hier schlagen, oder was? Wo geht's hier? The victim may have tried to press the barbell with his Adam's apple, but this presumption may not be accurate. Oh, hier. Schnell. Oh, Sauerstoff. Sehr gut. Ja, wir hätten Kerzen gehabt, also so ist es nicht, aber ich warte da immer bis 5 oder so, oder bis 3. Dann nehme ich die, um nichts großartig zu verschwenden. Wobei, wir haben ja 275, die hätte man schon nehmen können, ne? Das ist nicht so schlimm. Stimmt, ich gehe mal noch von 200 aus. Nicht so schlimm. Gut, haben wir das. Ach du. Okay. Also das Klebeband, das wiegt ja nicht allzu viel, auch wenn er das hier sehr großräumig drum gemacht hat. Und Schwerkraft im Weltraum? Naja, gut. Drehen. Sehen wir hier was? Nee. Ich nehm's mit. Ich find's lustig. Scannen. Trainingsbank. Mhm. Naja, brauche ich die? Oh, cool. Der Handel. Was ist denn das hier? Eine Kesselglocke 16 Kilogramm. Es ist nicht so schwierig, sie in der Schwerelosigkeit zu heben, aber auf der Erde würdest du dir definitiv etwas zerren. Hm. Cool gemacht. 16 Kilogramm of metal that never became the ship's plating. Ja. Das ist wohl das Original davon. Nö. Cool. Was haben wir hier noch? Mr. Olympus 2066. Einer der letzten Bodybuilder des Jahrhunderts. Die Beschränkung der Proteinnahrung, das Fehlen der notwendigen Pharmakologie und die einheitliche Konfektionsgröße haben es geschafft, selbst solche robusten Kerle zu besiegen. Wow. Naja. Vorher? Nachher? Okay. Bodybuilding is a sports culture of the past. It died together with its followers because they loved to tear their spacesuit to demonstrate their muscles. Okay, also Bodybuilding ist ein Relikt vergangener Zeiten, nennen wir es mal so. Naja. Hm, okay. Gut, ich tank nochmal. Hier hätten wir auch noch zu essen, ne? So, da sind wir auch voll. Okay, das konnte man nicht hier scannen, ne? Nö, ich glaube, dann haben wir alles. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier wäre der Eingang gewesen. Hm. Wieso leuchtet denn das noch? Sollte das nicht weg sein, wenn wir da waren?
Sollte das nicht weg sein? Ach, siehst du, den Hackfleisch da unten habe ich auch mir noch nicht angeschaut, die Farbe oder was das ist. Haben wir da was vergessen? Habe ich was vergessen hier? Scheint so, ne? Ich habe den nicht untersucht, oder? Doch. Glaube ich den untersucht? Hä? Stehe ich jetzt nicht. Ist nichts weiter. Jetzt ist er weg, ne? Oder? Hatte ich den nicht untersucht? Ist ja ein Ding. Gut, machen wir das noch? Ist wirklich bloß Farbe, ne? Aber ich finde es gut, dass du trotzdem in jedem Kapitel hier was finden kannst, ne? Ich brauche keine Farbe, ich habe so viel davon. Dass es mich eigentlich ein bisschen nervt. Hier gibt es auch ein Plastik. Aber auch da haben wir keine Probleme momentan. Und hier müsste es auch Farbe geben, ne? Genau, extrahieren. Brauchen wir auch nicht. Ist denn irgendwas Wichtiges hier? Da ist Blei. Okay, da würde ich mal sagen, diese Trümmer hier haben die Hauptwucht abgefangen und wir sind einfach wahrscheinlich über diese Ansiedlung dann drüber gestürzt und haben uns dann hinten halt die Reste verteilt, was noch so vielleicht mehr oder weniger weitergesplittert ist, ne? Nun ja. Okay, also hier gibt es Blei und Farbe. Brauchen wir beides nicht, haben wir. Dann würde ich nochmal hier rüber, wo war jetzt der Sauerstoff hier, ne? Da oben ist eine Faust. Also wir haben hier etliche Sachen. 500 Meter ist ein bisschen weiter weg. Die Sachen sind auch ein bisschen weiter weg. Hier haben wir noch was mit 800 Meter. So, hier war der Eingang, ne? Genau. Okay, dann schauen wir hier nochmal nach dem Rechten. Finde einen Weg, die Mayo in den Kern des Linienschiffes zu bringen. Erkunde die Raumschifftrümmer, starte das Shuttle in den Kern. Ja, das Shuttle machen wir mit Rindfleisch, ne? Sind wir voll? Fast. Erkunde die Raumschifftrümmer. Und finde einen Weg, die Mayo in den Kern des Linienschiffs zu bringen. Mhm. Okay. Mayo im Weltraum. Ich krieg die Krise. So, was ist denn das hier? Ist das auch Mayo? Ja, ne? Oh, die blubbert. Wow. Warte mal. It would be useful to have a powerful soil analyzer with the function of deep scanning, which is usually used by biologists and treasure hunters. Oh. Das Bodenanalysegerät brauchen wir. Aha, siehst du? Oh, wow, sind wir jetzt hier eingetaucht? A very odd composition, but apparently this Mayo doesn't want to freeze. There's also no danger to the spacesuit's material, but I'm not sure it's reasonable to stay here with such visibility. In addition, the composition's density prevents you from moving quickly. Okay. Okay, also hier sind ein paar Sachen drin. Es ist jetzt nicht unbedingt gefährlich, sich hier aufzuhalten. Auf alle Fälle sind wir hier drin nicht so schnell. Und naja, es schadet unserem Raumanzug auf alle Fälle nicht. So, da sind wir wieder draußen. Da kannst du durch die Mayo tauchen. So, ist hier noch was? Wie krass ist das denn?
So, das waren wohl die Tanks, wo es vielleicht drin war. Der sieht auch gut aus hier oben. Der kleine Mond. Ja, ich denke mal, das haben wir hier. Ich hole mal Sauerstoff und dann schauen wir uns das Große hier an. Genau. So machen wir es. Ein sehr tolles Spiel, muss ich sagen. Okay, wir haben jetzt viel Schnickschnack hier mitgenommen, aber das ist egal. Wir haben auf alle Fälle was zu essen, das können wir schon mal nehmen. Genau, da ist wieder Platz und dann können wir dann gleich noch was trinken. So, dann prüfen wir mal. Was haben wir denn jetzt hier? Licht sagt nicht viel. Ich würde mir als nächstes... Ist hier noch was zu sehen? Nee, ne? Nee. Aber ich würde mal hier reinschauen. Wenn wir hier eintauchen können, dann vielleicht auch hier. Oh, was ist denn das hier? Nee, ist kein Koffer. Schade. Ja, tut mir leid, ich habe mit meinem Mausrad hier ein bisschen Probleme. Es will nicht mehr. Das ist irgendwie blöd. Jetzt. Okay. Was ist das hier? Unterhose mit Farbflecken. Ah ja, Mayonnaise-Hände oder was? So, naja, ist vielleicht nicht unsere Größe. Sieht eher nach einer Damenhose aus, Sporthose. So, ich glaube, hier ist nichts, oder? Nee. Okay. Okay. Das mache ich jetzt auch nicht auf. Brauche ich nicht. So, haben wir denn hier noch irgendwie ein Dings in der Nähe? Da unten ist noch was. Oh. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Was ist denn das? Nein! Das ist ja wohl nicht wahr. Das Fahrzeug. Eins von drei. Das ist ja mal der Hammer. Eins von drei. Cool. Also der Sitz scheint bequem zu sein. Cool. Ja, dann brauche ich das auch nicht forschen. Das finden wir irgendwann. Ich meine, das Moped reicht mir auch zu. Das Auto macht bestimmt auch Spaß. Aber... Was ist denn das eigentlich? Treibstoff. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Siehst du? Gibt es hier unten noch was? Oh, das ist ja schon mal cool. Muss ich mal sagen. So, haben wir denn hier... Ich nehme jetzt mal die kleine hier, dass die weg ist. Ja. Das macht uns wieder Platz. Aber das ist ja mal genial. Echt. Gibt es hier noch einen geheimen Ort, wo wir vielleicht irgendwelches Lykoplasma bekommen? Nee, ne? Also zumindest nicht hier bestimmt. Denn ich könnte mir vorstellen, das brauchen wir auch wieder als Energiequelle oder so. Hm. Coole Sache. Ich tue jetzt mal hier durchspraddeln. Da tust du hier lang tauchen und dann siehst du so eine Kleinigkeit. So was Schnuckliges. Finde ich gut. Gefällt mir. Hier ist nochmal Mayonnaise. Fehlt eigentlich nur die Pommes, ne? Oder irgendwas anderes Schönes, was man dazu essen kann. So, was ist denn das hier oben? Da ist auch noch was Feines. Mhm. Was bist du hier? Scannen? Warte mal. Motor! Ja, jetzt sieht man's. Cool. So. Geh mal hier oben schauen. Sau Mayo, ne? It would be useful to have a powerful soil analyzer with the function of deep scanning, which is usually used by biologists and treasure hunters.
Wenn ich mich hier verirre. Ne, wir sind auf der Oberfläche hier. Kann ich mich nicht verirren. Okay, ich tauche wieder raus. Gut. Gut, dann brauchen wir diesen Analysator. Den werden wir wohl als nächstes dann forschen und bauen. So, was haben wir hier? Das sind die Milchtanks gewesen, oder was? Oder Mayonnaise-Tanks. Someone clearly overestimated the value of the mayonnaise, allocating an autonomous tank for it equipped with an auto-flight system. Although considering our situation, it's a great opportunity to launch it without any problems by fixing one of the engines and disengaging the tank for the module. There must be some control systems inside. If the airlock isn't damaged, then we need to find it, get into the tank, start the engine, somehow leave before it starts, and hope that when flying away, the tank will collect at least some part of the flowing spilled mayo. Mhm. Okay, die müssen wir jetzt alle scannen, oder was? 6 Stück. I hope we won't need that. Small modern engines can do without burning fuel, which is much safer. Okay. So, wo sind die anderen? Auf der anderen Seite bestimmt. Haben wir hier noch einen? Sieht nicht so aus. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Und hier ist ein Fragezeichen. Ersetzen? Was heißt denn hier ersetzen? Das sieht aber interessant aus da unten. So, wo habe ich denn jetzt hier noch ein Triebwerk? Ich sehe es nicht. So sehe ich es auch nicht. Okay, das ist Titan, das brauche ich nicht. Eins fehlt mir noch, ne? Und das kann ich jetzt suchen. Na super. Ist das hier eins? Nee. Nee, ist keins. So, wo ist denn jetzt mein Sauerstoff? Da. So, ich muss da glaube ich irgendwie reinkommen, ne? Leider verschwindet die Schrift immer so schnell und der redet auch ziemlich gut, dass ich manchmal nicht wirklich hinterherkomme oder nur bruchstückhaftes mitbekomme. So gut, also ich wollte jetzt nochmal gucken, was das hier unten ist. Waren wir da gewesen? Nee, waren wir nicht. Someone clearly does not like standard space food. Even the liner's kitchen didn't have such equipment. Mhm. Schon Ding. Hallo? Der will uns nicht reinlassen hier. Ah, hier. Guck. Was ist das? Hör auf, meine Sandwiches zu stehlen. Es wäre einfach, das Schloss zu öffnen, aber ich fürchte, das Produkt im Inneren entweder bereits verdorben sind oder absichtlich verdorben wurde. Ah ja, das kann sein. Ja. Denn einfache Worte halten ja heute leider... If someone is constantly stealing your food, do not, under any circumstance, mix it with a laxative, an emetic or red pepper. But I would not open the... Ja. Die Kunst des Essens in dieser Ausgabe, kulinarische Rezepte für gegrilltes Hähnchen. Was berauscht dich mehr, Bier oder Religion? Herstellen ein einzigartiges Quiz auf Seite, wow. Wie kann man seine Kartoffeln in 3 Tagen verkaufen? Oh, wow. Ja, in der nächsten Ausgabe, die Kunst des Essens. Das ist zu klein, das kann ich nicht lesen. Die Macht der Erde. Mhm. Sie werden lernen, wie sie es vermeiden, dass Krümel auf ihren Laken und Decken landen, wenn ihnen Frühstück im Bett serviert wird. Lassen Sie sich inspirieren, indem Sie 20 Seiten mit Fotos von Lebensmitteln ohne Kommentare ansehen und vieles mehr. Oh, wow. Was ist das? Das ist eine Zeitschrift. Die neue Diät. Essen Sie nichts, schauen Sie Bücher an mit Bildern von Lebensmitteln. So. Gibt es hier noch was Schönes? Scannen? Küche? Küche? Ja, wie genial. Die Küche haben wir.
Also, so viel hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das bin ich echt ein bisschen baff. Ich habe davon genug. Ich habe genug Kabel und ich habe genug Plastik. Das werde ich jetzt nicht mitnehmen. Sauerstoff haben wir noch. Geht das hier raus? Nee. Die Tür ist zwar grün, aber es geht nicht raus. So gut, dann haben wir das. Dann war das ja doch nochmal eine gute Idee, als ich das gesehen habe. Was sehe ich jetzt hier gerade? Nichts, was wir brauchen, oder? Nö. Hier hätten wir nochmal Stoff. Brauchen wir noch Stoff? Ich bin gerade überfragt, ob wir noch Stoff brauchen. Das ist... The cost of Breath Edge Agency funerals is the lowest Nein. on the market of funeral services. However, some people still prefer to bury their relatives in a slipshod manner. Das glaubst du doch nicht, oder? Wollen wir jetzt eine Tasse? Die nehme ich auf alle Fälle mit. Ja. Und du, Freund? Hast dich im Kühlschrank versteckt? Okay. Ich brauche immer noch das Triebwerk. Ja, hier haben wir auch Essen. Okay, ich kann jetzt wirklich nicht alles mitnehmen. Auch wenn es mir ein bisschen quer liegt, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich denn jetzt, Wo ist mein Sauerstoff hier oben? Da ist auch mein Bike, das ist sehr gut. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt schon mal ein bisschen die Strahlung gesenkt haben und auch das ein oder andere relativ erfolgreich irgendwie zu Potte bekommen. So, das ist jetzt 260 Meter weg und 230. Da würde ich jetzt nochmal schauen. Da muss man ja irgendwie reinkommen, oder? Sind wir durch den Clipper hier schon getaucht? Müssen wir das? Weiß ich nicht. Was gibt's denn hier drüben? Hier kannst du eben mal ganz schnell was übersehen, ne? Oh, da ist auch noch was, siehst du? Was hast denn du hier? Du bist vom Stein getroffen worden. Okay. Was gibt's bei dir? Nix. Das brauche ich alles nicht. Das findet man nie wieder. Wir sind voll. Jetzt findet man es auf alle Fälle nicht wieder. Gibt's denn hier gar nichts bei dir? Doch, da ist irgendwas. Eine Tasse. Hier ist nichts zum Scannen, oder? Nee. Gut. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwie reinkomme. These are the brackets mounting the tank to the module. You'd better find them all and detach them before you start. Or at best, all this debris will spin and be torn apart with the tank right here. Ein Triebwerk brauchte ich noch, ne? Ich hatte zwei links, zwei rechts, eins vorne. Da ist noch eins. Das haben wir noch nicht, oder? Jo. Manövriermotor. Naja, schön. So, jetzt brauche ich aber hier mal irgendwie einen Eingang. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Hier vielleicht? Nee. Da zeigt man ja hier irgendwas an, ne? Fragezeichen, ich war doch hier schon. Ah, okay. Wir müssen eins bauen und dann hier installieren. Gut, das habe ich auch verstanden. Wir brauchen Pellets. Wir brauchen so einen Motor. Aber hier ist trotzdem noch irgendwas, wo ich hier reinkomme. Muss ich hier durch den Clipper? Ich mache jetzt mal hier durch den Clipper durch. So, und jetzt hier links drehen, oder? Da sind wir wieder draußen. Das war eine ganz knappe Geschichte. Dann nicht ganz so weit, dann eher vielleicht hier, oder?
Hier durch? Das ist der richtige Weg. Ich habe nicht so viel Sauerstoff. Oh, komm, mach mal los jetzt hier. Hier ist eine Tür. An airlock. Seems to be intact. Seems like the gas coming into the mayo doesn't let it freeze. Und Sauerstoff. That something is wrong with this mayonnaise. Apart from the inconsistency of its composition, overly complex technologies are used to transport such biological debris. Although, all the tanks are specified as mayonnaise ones in all the invoices related to the liner. Okay. Na? Sind wir gerade gesprungen? Ne, hier sind wir rein. Da müssen wir lang. Aha. Es blendet ein bisschen, ich mach das mal aus. Und mach's sporadisch mal wieder an. This vacuum cleaner is called Rocket for a reason. With it having such a powerful engine, it is really possible to fly it if you bypass some technical limitations. Hm. Okay, hätte man sparen können. Was droppt denn hier? Kann ich hier was machen? Nee, ne? Vielleicht mit dem hier, aber da wird das mir ja anzeigen, ne? Nee, macht keinen Unterschied. Gut. Okay. Wie liegt man da Zeit? Ja. Bisschen Luft haben wir noch. Unbelievable. This is heaven knows what, but it's certainly not a simple tank for storing food products. Krass. So, warte mal, ich muss das mal hier ein bisschen gucken, ne? Wir sind voll. Ja gut, dann ist das so, ne? Ist zwar schade. Aber wir haben auch Haufen Essen dabei, ne? Gut, ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Wir machen dann hier weiter. Das machen wir auf jeden Fall noch, denn ich habe nämlich noch eins hier drauf, oder zwei. Jawohl. Und können wir das vielleicht noch leer machen? Schauen wir mal, ob wir noch was finden zum Scannen. Nee. Wo geht's denn hier hin? Aha. Wir schauen bloß mal ganz kurz. Aber ich muss auf jeden Fall... Ja, hier geht's rein, ne? Okay. Würde ich sagen, das schauen wir uns nächste Folge an. Was wir dann hier machen müssen. Ich würde mal nach Hause fliegen und uns ausladen, dass wir wieder passend Platz haben. Und dann sehen wir uns nächste Folge hier wieder. Dann können wir wieder ein bisschen was einsammeln. Ja, und so sieht es erstmal aus. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns hier gerne wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.